auf zwei Etagen durch die Regionen. Der IC2, die modernen Doppelstockwagen, der DB Fernverkehr kommen als Pico-Hobby-Modell in den Fachhandel. Der Intercity 2 ist ein mit Doppelstockwagen gebildeter Intercity-Zug der DB Fernverkehr. Er ist seit Dezember 2015 im Einsatz. Auf der InnoTrans 2014 wurden die ersten Wagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die ohne Lokomotive 134,5 Meter langen Züge werden aus 5 Wagen gebildet. Neben einem Steuerwagen sind 3 Mittelwagen zweiter Klasse und ein Mittelwagen erster Klasse eingereiht. Als Zuglokomotiven kommen die Bombardier Trax, Elektrolokomotiven der DB Baureihen 146,5 und 147,5 zum Einsatz. Die Modelle des IC2 sind eine komplette Neukonstruktion und im längenverkürzten Maßstab von 1 zu 100 wiedergegeben. Besonders gefällt die charakteristische Kopfform des Steuerwagens. Alle relevanten Details sind an den IC2-Wagen exakt wiedergegeben. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos sowie trennscharf ausgeführt und entspricht dem derzeitigen Betriebszustand. Die separat eingesetzten Fenster runden den hervorragenden Gesamteindruck der Wagen ab. Die Drehgestelle sind scharf graviert und detailgetreu ausgeführt. Die Modelle der IC2-Wagen haben einen Kurzkupplungsschacht nach NEM. Das Modell des Steuerwagens besitzt einen Lichtwechsel weiß-rot und beleuchteten Zugzielanzeiger. Für den Einsatz auf AC-Anlagen wird von Pico für den Doppelstock-Steuerwagen mit der Artikelnummer 56127 ein Nachrüstset mit Funktionsdecoder und Schleifer sowie für DC-Digitalanlagen mit der Artikelnummer 56126 ein Multiprotokoll-Funktionsdecoder für den auch digital schaltbaren Lichtwechsel angeboten. Pico bietet aus der Expert-Reihe auch passende Zuglokomotiven zum IC-Doppelstockzug wie die BR 146-5, Artikelnummer 59151 in DC und 59051 in AC und Baureihe 147-5, Artikelnummer 51582 in DC und 51583 in AC an. Die Pico-Hobby-Modelle des modernen IC2 stellen detailverliebte Annäherung an die markanten Doppelstockwagen der DB AG dar und überzeugen durch ihre Robustheit und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit diesen Wagen im verkürzten Maßstab 1 zu 100 ist es nun auch den Modellbahn-Nachwuchs und Modellbahnfreunden mit Anlagen mit kleinen Radien möglich, diese attraktiven Zuggarnituren nachzubilden. Dabei verspricht auch diese Pico-Neukonstruktion viel Spielspaß und höchste Betriebstauglichkeit.